Ursula? Ah, da bist du ja. Ah, guten Abend, Carla. Was machst du da? Ich tippe mir einige Passagen aus diesem Manuskript ab. Reginald will sein Familienbuch bald wiederhaben. Aha. Hast du da heute nicht irgendwas vergessen? Hm? Es muss über den Nachmittag doch schon mehrmals bei dir an der Tür geklopft haben. Ach, Carla, du weißt doch, dass ich nie meine Vordertür benutze. Wenn jemand wirklich etwas von mir will, dann muss er hinten klopfen. Aber ich hatte dir doch extra ein paar Bonbons aus dem Laden mitgebracht, damit du den Kindern was mitgeben kannst. Das süße Zeug ist doch das reinste Gift. Ursula, es ist Halloween. Ja und? Die Kinder erwarten, dass sie etwas von dir mitbekommen. Vorhin war der Norton-Junge bei mir und hat sich gewundert, dass du nicht öffnest, obwohl im Haus Licht brennt. Ach, ich bitte dich. Ich kann mich doch wegen solchem heidnischen Mumpitz nicht den ganzen Tag von der Arbeit ablenken lassen. Ist das denn wirklich so wichtig? Natürlich. Was glaubst du, wie lange ich gebraucht habe, Reginald zu überreden, mir seine Familienchronik auszuleihen? Und sie ist tatsächlich um einiges interessanter, als ich erwartet hätte. Der Stammbaum der Hurts geht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Und die ganze Zeit über haben sie hier in Brinstershire gelebt. Das ist Gold für meine Forschungen. Warum? Hatte Reginald denn irgendwelche bekannten Vorfahren? Ja, das nicht. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Aber es finden sich immer mal wieder kleine Anekdoten aus der Grafschaftsgeschichte der letzten 500 Jahre. Hast du zum Beispiel gewusst, dass einer deiner Vorfahren zur Zeit der glorreichen Revolution versucht hat, Schweine als Reittiere abzurichten? Du meine Güte! Ja, ein gewisser Ranulf Gardner aus Thornton. Hier. Aber es kommt noch besser. Hier, schau mal. Der Fluch der Dufforts. Wer? Die Dufforts. Das ist der eigentliche Name des Geschlechts der Effords, bevor er über die letzten Jahrhunderte anglisiert wurde. Aha. Ich wusste gar nicht, dass die verflucht sein sollen. Nein, das war mir auch neu. Obwohl, wenn man sich deren Schicksal so anschaut, ihre drei ehemaligen Landsitze sind heute Ruinen. Und die letzten Nachkommen sind nach Amerika ausgewandert. Ganz schön jämmerlich für eine so alte Familie. Und, was ist denn nun der Fluch? Tja, das ist das Problem. Die Erwähnung in Reginalds Buch ist kurz und ziemlich vage. Es geht die Legende, dass auf der alten Familie der Dufforts, nunmehr besser als die Efforts von Efforts Green bekannt, ein Fluch läge, da sich einst ein Sohn gegen seinen Vater gewandt habe. Der Sohn ist auf ewig verdammt, als Wiederkehrer seine Nachkommen heimzusuchen. Und weiter? Ja, nichts weiter, das ist es ja. Schade. Ja, ich habe mir schon den ganzen Abend den Kopf zerbrochen, wie ich da mehr herausfinden könnte. Die wenigen Quellen, die es über die Geschichte der Gegend gibt, habe ich allesamt in den letzten Jahren zusammengetragen. Und nie ist mir auch nur eine Erwähnung dieses Fluchs untergekommen. Ja, und die Nachkommen kannst du ja auch nicht mehr fragen. Nein. Aber weißt du was? Es gibt jemanden, der unter Umständen etwas darüber wissen könnte. Du meinst doch nicht etwa Dr. Dr. Jeffreys, genau. Oh mein Gott. Ursula, ich finde, das ist wirklich keine gute Idee. Wir können doch nicht einfach einen alten Mann so spät am Abend besuchen. Und das auch noch unangemeldet. Ach, was hast du denn, meine Liebe? Fürchtest du dich etwa? Klopf. Hör ich am Südtor. Tu an, dein Nachtkleid. Müssen wir uns zeigen, dass man nicht sieht, wir warten. Ah, guten Abend, die Damen. Dr. Jeffreys, verzeihen Sie die Störung. Ist das nicht Ursula Rivers, zweiter Molar unten rechts überkront und Carla Gardner, erster Prämolar oben links kariös? Es tut mir leid, meine Praxis ist heute geschlossen. Der praktiziert noch? Dr. Jeffreys, wir sind nicht gekommen, um unsere Zähne behandeln zu lassen. Ich bin Lokalhistorikerin, wie Sie vielleicht wissen, und ich würde gerne mit Ihnen über die Efforts sprechen. Ist das so? Was führen Sie im Schilde? Gar nichts.
Ich habe in einer alten Chronik vom Fluch der Dufforts gelesen und möchte herausfinden, was es damit auf sich hat. Falls Sie vom Gespenst von Paddingham Hall sprechen, werden wir schnell fertig sein. Aber kommen Sie erstmal rein. Danke. Danke. Das Gespenst von Paddingham Hall? Ich bin mir nicht sicher. In meiner Quelle war von Efforts Green die Rede, wo die Familie lebte, bevor sie Paddingham Hall erbauen ließen. Davon weiß ich nichts. Die Efforts, sowohl der letzte als auch der vorletzte Earl, waren gute Freunde von mir. Aber zugegeben, sie waren ein unglückliches, abergläubisches Völkchen. Dachten doch tatsächlich, in ihrem Herrenhaus spukt es. Ja? Und, tat es das? Natürlich nicht. Das Gespenst von Paddingham Hall war ihr eigener Butler. Ihr Butler? Ihr lebendiger Butler Charles Sinclair. Er war ein so vortreffliches Exemplar seiner Profession, dass er beinahe unsichtbar für sie war. Immer zur Stelle, stets diskret. Wenn sich ein Butler im Hintergrund hält, was er ja sollte, kann es schon mal passieren, dass die Herrschaft vergisst, dass er überhaupt da ist. Die Efforts waren sich seiner Existenz praktisch gar nicht bewusst. Das klingt nicht gerade nach dem, was wir suchen. Dann kann ich Ihnen leider auch nicht weiterhelfen. Wenn Sie mich nun entschuldigen würden, würde ich gern meine Macbeth-Lektüre fortsetzen. Dr. Jeffreys, gibt es denn nicht noch irgendwelche alten Quellen über die Familie? Nicht, dass ich wüsste. Ihre Bibliothek haben Sie damals vollständig veräußert, um Ihre Schulden zu begleichen. Nun denn. Dr. Jeffreys, ist Bankos Geist denn wirklich so viel interessanter als der Fluch der Dufforts? Ach, mir juckt der Daumen schon. Also gut, schauen wir nach. Auf Paddingham Hall? Aber wir können doch nicht einfach... Meine liebe Miss Rivers, wer glauben Sie hat denn die letzten 20 Jahre die Hausschlüssel aufbewahrt? Oh, wäre ich doch bloß daheim geblieben. Jetzt steigen wir auch noch mitten in der Nacht in so ein gruseliges Haus ein. Carla, es besteht doch gar kein Grund, sich Sorgen zu machen. Wovor fürchtest du dich denn? Das Haus wird doch höchstens noch von ein paar Eichhörnchen bewohnt. Oder einem Dachs, der sich eingenistet hat. Und was, wenn doch was an dem Fluch dran ist? So, da wären wir. Miss Rivers, halten Sie bitte mal meine Taschenlampe. Ich muss mit meinem Stock... Oh, mein Gott, Dr. Jeffreys, was ist das? Oh, nur eine Vorkehrung für unerwünschte Besucher. Eine Streitaxt? Kommen Sie, es ist doch nichts passiert. Was für eine Halle. Paddingham Hall muss in seinen Glanzzeiten prächtig ausgesehen haben. In der Tat, doch das ist lang her. Wie Sie sehen, ist die Bibliothek vollkommen leer. Ich glaube aber, mich entfernt zu erinnern, und das muss gute 40, 50 Jahre her sein, dass Lord Effort einmal von einem versteckten Fach in der Wandvertäfelung gesprochen hat. Sie meinen, er hat dort geheime Dokumente versteckt? Ich meine gar nichts, aber es ist eine Möglichkeit. Also, ich würde vorschlagen, wir teilen uns auf. Miss Rivers, Sie bleiben in der Bibliothek. Ich sehe mich im Salon um und Miss Gardner, ja, Sie können ja schon mal oben in den Schlafgemächern anfangen. Wir stoßen dann zu Ihnen. Und worauf sollen wir achten? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ein Luftzug vielleicht, eine Unebenmäßigkeit in der Wand oder im Boden. Wer weiß? Das ist mal wieder so typisch. Da will man einmal einen ruhigen Abend in seinem Cottage verbringen und stattdessen kraxelt man in alten, verlassenen Häusern umher. Ich wette, es wimmelt hier nur so vor Ratten. Und die Spinnenweben. Oh. Und die Lampe ist bestimmt auch schon seit 20 Jahren nicht mehr geputzt. Oh. Was? Das gibt's doch nicht. Ursula? Dr. Jeffreys? Ich glaube, ich habe was gefunden. Wirklich, Carla? Kommen Sie. Miss Rivers, ein alter Mann, ist doch kein Schnellzug. Tatsächlich. Carla, ist das nicht aufregend? Ja, das ist Lord Effords altes Schlafgemach. Schauen wir doch mal, was wir hier haben. Ein pornografisches Heft von 1936. Oh je. Ein alter Pokal. Das sieht doch schon besser aus. Und hier... Na, komm raus.
Wenn das mal nichts ist. Ein altes Buch. Meine Güte, das fällt ja bald auseinander. Private Aufzeichnungen Thomas, Lord Effords des zweiten Earl of Draydon. Klingt vielversprechend. Ja, ich muss nur sehr vorsichtig durchblättern. Halt mal die Taschenlampe, bitte. Ja. Ja, schauen wir doch mal. Hier. Der Verrat Sir Roland Dufforts an seinem Vater. Im Jahre 1562 anno Domini begann Sir Roland Dufort mit dem Bau des Herrenhauses in Effort's Green, wie die Örtlichkeit seitdem genannt wird. Die Duforts lebten seit der Zeit Heinrich des Ersten in ihrem Stammsitz Greynor Castle und erarbeiteten sich über die Jahrhunderte ein beträchtliches Vermögen. Zur Zeit der Reformation, so wurde mir von meinem Großvater berichtet, der wiederum Sir Rowlands Urenkel war, kam Zwietracht zwischen Sir Roland und seinem Vater Robert Dufort auf. Robert hielt am katholischen Glauben fest, selbst zu einer Zeit, als dies mit dem Tode bestraft wurde, während sein Sohn ein glühender Anhänger Heinrichs reformierter Kirche wurde. Über Jahre hinweg hielt Sir Roland den Glauben seines Vaters geheim, doch dies brachte zunehmend Unfrieden zwischen sie. Im vierten Jahr der Regentschaft Glorianas, unserer großen Königin Elisabeths, begann Sir Roland mit dem Bau seines eigenen Herrenhauses, während sein Vater auf Greynor Castle verblieb. Darüber, was hernach geschah, herrscht Unklarheit. Es heißt, Sir Francis Walsingham sei es gelungen, Sir Roland zum Verrat seines Vaters zu bewegen. Es existieren jedoch verschiedene Erzählungen, welches Schicksal Sir Robert ereilt haben soll. Manche sagen, er sei in den Brunnen seines eigenen Schlosses geworfen worden. Andere meinen, ihm sei die Flucht nach Frankreich gelungen. Alle Varianten der Geschichte, die ich über meine Vorfahren gehört habe, sind sich jedoch darin einig, dass Lady Anne ihren eigenen Sohn für den Verrat an ihrem Gatten verflucht habe. Es wird erzählt, Sir Roland sei eines Nachts von Fremden gepackt und ebenfalls in den Brunnen Greynor Castles geworfen worden, und seitdem suche er seine Nachfahren heim. Als solcher kann ich aber versichern, dass mir bis heute kein Gespenst meines Vorfahren erschienen ist. Da haben wir's. Überaus interessant. Aber schade. Für all die Geistergeschichten über die Efforts gibt es eine mehr oder weniger logische Erklärung. Tja, Miss Rivers, das sind die Errungenschaften der Aufklärung. Aber wenn Sie wollen, können Sie ja immer noch an den Fluch der Duforts glauben. Auch wenn es keinen Geist gibt, Glück war der Familie nie für lange Zeit beschert. Dr. Jeffreys, meinen Sie wohl, ich könnte diese Memoiren mitnehmen? Ausgeschlossen. Dieses Buch gehört immer noch dem rechtmäßigen Erben Paddingham Halls. Ich verstehe mich nur als Hüter des Anwesens, bis Sir Blake wieder nach England zurückkehrt. Ist er nicht ein großer Rennfahrer drüben in Amerika? Durchaus. Doch es wird gemunkelt, er möchte in sein angestammtes Heim zurückkehren. Also, Miss Rivers, geben Sie mir das Buch. Es kommt dahin zurück, wo wir es gefunden haben. Immerhin wissen Sie ja jetzt, was Sie wissen wollten. Aber... Ich möchte darauf hinweisen, dass Zahnärzte sehr nachtragend sein können. Ursula, das Lächeln auf deinem Gesicht hat doch irgendwas zu bedeuten. Natürlich. Wer hält mich denn davon ab, mich demnächst wieder in das Herrenhaus zu schleichen? Und drohen kann er mir so viel er will. Ich bin ja schon seit Jahren nicht mehr bei ihm in Behandlung. Ja, er hat ein erschreckend gutes Gedächtnis. Aber einfach da wieder einsteigen? Meinst du nicht, er hat da nicht noch ein paar weitere Fallen aufgestellt? Da hast du allerdings recht. Das habe ich nicht bedacht. Wie dem auch sei, eine Sache gibt es noch zu klären. Und die wäre? Ob wirklich jemand in den Brunnen von Greynor Castle geworfen wurde. Anders kann es fast nicht sein. In all den Jahren, die ich mich mit dem Schloss befasst habe, ist mir keine einzige Erwähnung eines Geheimgangs untergekommen, über den Sir Robert hätte fliehen können. Und das willst du jetzt machen?
Mitten in der Nacht nach einem 400 Jahre alten Gerippe suchen? Ach, einmal in den Brunnen leuchten sollte reichen. So tief ist er ja, glaube ich, gar nicht. Und? Siehst du da was? Nein. Nein, leider nicht. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Vielleicht solltest du einfach nochmal tagsüber einen Blick reinwerfen. Ja. Aber komm mir bloß nicht auf die Idee, jetzt da runter zu klettern. Nein. Ich könnte höchstens Frank mal fragen. Ursula! Ist ja gut. Komm jetzt. Wir frieren uns hier noch den Ast ab. Ich hoffe, ich habe noch etwas Glut im Kamin. Schlafen kann ich heute Nacht sowieso nicht mehr. Ich wohl auch nicht. Wie enttäuschend. Hey, Kopf hoch. Willst du noch mal mit zu mir rüberkommen? Ich habe noch einen Apfelkuchen da. Ja, warum nicht?